Willkommen aus München mit den Steel Series 3HV3, 5HV3, die es jetzt schon ein bisschen länger gibt, und den neuen 9H, die es auf der IFA gab. Wir haben sie da leider nicht anschauen können, aber deswegen hier nochmal ein kurzes Video, denn die schauen wirklich sehr bequem aus, sind auch schön hochwertig hier mit dem Metallrahmenband jetzt sozusagen hier schön, das Kunstleder, was extrem weich ist, und natürlich auch, ich nehme es jetzt mal hier mal kurz ab, und dann seht ihr hier auch, dass wir eine neue Mikrotechnologie drin haben, wo wir einfach kurz draufklicken, und dann können wir es hier schon rausziehen, entsprechend so weit, wie wir wollen. Natürlich kann man das Kabel hier wie immer auch abmachen, am anderen Ende zumindest, genau. Also hier können wir hier mal die Lautstärke regeln, das Mikrofon muten sozusagen. Hat sich nicht viel geändert, und an dem Ende genau können wir hier das Kabel verlängern zum Beispiel. Wir haben hier von SteelSeries wie immer dieses Micro-USB proprietäre Kabel, also nicht Standard-Micro-USB, aber das ist natürlich praktisch, weil wir können hier zum Beispiel so ein Headset-Kabel damit benutzen, oder diese zwei Adapterkabel. Das gleiche finden wir auch beim 5H wieder, beim 3H nicht. Das ist natürlich sehr Einsteiger. Hier könnt ihr sehen, auch dieses gleiche Anschluss, gleiches Kabel, auch mit Volume Control, Mikrofon Muting, aber ein bisschen anderes Design, ist ein bisschen kleiner noch. Die Ohr-Cushions sind ein bisschen weniger ausgebaut, aber auch schön weich. Und das Mikrofon ist zwar versteckbar, aber nicht sehr auffällig. Und hier ist dann doch noch mehr Plastik verbraucht worden, aber hier ist es auch schön weich. Aber hier dann natürlich nochmal, finde ich, ein bisschen schöner. Und wenn man sehr wenig Geld ausgeben will, holt man sich die 3H. Die wir hier zum Beispiel sehen könnt, relativ wirklich klein sind, leicht, ich würde mal hier sagen on-ear, nicht over-ear, auch das Mikrofon aber wie immer versteckbar, das ist ja Standard bei SteelSeries, und hier aber das Kabel mit einem großen Adapter mit Mikrofon auch nochmal hier unten dran, scheint zumindest so, mit Volume Control, Mikrofon on-off-Switch und hier den zwei separaten Kabeln, die man entsprechend dann am Computer anschließt. So, das waren sozusagen dann alle SteelSeries Einsteigermodelle hier im Hands-on. Wenn ihr euch noch die weiteren Modelle interessieren, wie das H-Wireless oder das SteelSeries Siberia Elite, dann schaut einfach noch in meinem Channel rein. Mein Name ist Balazs Garfin, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.